Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. Jemand ist schon am Safe gewesen. Die einzige Frage ist jetzt, wer ihn geöffnet hat. Kein Zeichen eines gewaltsamen Eindringens. Wer immer hier reinkam, kannte die Kombination. Mal sehen. Gut, Dr. Young hat die Aufzeichnungen vor Joker gehabt. Sie hat sie irgendwo versteckt. Ich folge ihr und finde raus, wo sie sie aufbewahrt. Ach so, Detektiv. Aua, ich hatte gerade eine Mücke gestochen, das gibt's ja wohl nicht. Aha. Oracle, ich bin Dr. Young auf der Spur. Ich habe den Scanner so eingestellt, dass er nur die aktuellen Fingerabdrücke zeigt. Folge ich denen, finde ich sie oder die Aufzeichnung? Ich hoffe, es klappt. Nur, dass du es weißt. Das GCPD hat im Zentrum eine von Jokers Bomben gefunden. Sie war voller Marzipan und Kätzchen. Wie ich dachte, das war nur ein schräges Ablenkungsmanöver. Die richtige Action gibt's in Arkham. Okay, jetzt müssen wir hier raus und Dr. Youngs Fingerabdrücken hinterher. Scheiße. Die Fledermaus! Er ist da drüben! Schnapp ihn! Mach ihn fertig! Du meine Güte! Huch! Schocker. Okay. Da ist der nächste. War ich hier schon? Ne, hier war ich noch nicht. Oder? Doch, hier war ich schon. Wo muss ich? Ah, da. Da war ich doch gerade schon. Ja, da war ich schon. Gibt's hier irgendeinen geheimen Raum, von dem ich nichts weiß? Da sitzt jemand. Aha. Doch ein geheimer Raum, von dem ich nichts weiß. Oder die Aufzeichnungen. Oracle, ich habe Dr. Youngs Formel gefunden. Gut. Heißt das, du hast Joker gestoppt? Es ist nie so einfach mit ihm. Was hast du da, Batman? Nein, nicht die Formel. Was mache ich jetzt bloß? Wer kann mir jetzt helfen? Was? Vielleicht unser alter Freund Sess? Ich bin ihm gerade auf seinem Weg zurück aus den Gärten begegnet, wo er sicher wieder seinen kranken Fantasien nachgegangen ist. Vielleicht bringt er sie zum Reden. Ich bin mir fast sicher, dass er es schafft. Guter Plan, Bats. Ich rette Dr. Young im Büro des Anschluss. Okay. Das Gas?
kommt Gas raus. Okay, lass mich... Was? Wie soll ich denn da hinkommen? Geradeaus? Kann ich da denn jetzt durch? Das kann ich da immer noch nicht durch. Kam da vorher auch schon Gas raus? Oh nein! Es regnet. Es ist, ich kann nicht rennen und das ist nicht real. Ich kann nicht glauben, dass du darauf bestanden hast, den Film nochmal zu sehen, Bruce. Komm schon, wir kommen zu spät zu Alfred. Es tut mir leid, Daddy. Sei nicht so hart zu ihm, Tom. Er liebt es doch so. Alfred wird warten. Mach weiter, Bruce. Ist Scarecrow noch am Leben? Wo bringst du uns hin? Wir können hier lang gehen. Aber es fängt an zu regnen. Bruce ist müde. Können wir nicht hier auf ihn warten? Komm schon, los weiter. Wir sind fast da. Ganz ruhig, Lady. Oh Gott! Bitte, dafür gibt's keinen Grund. Bleib, wo du bist. Ich schieße. Ich gebe Ihnen, was Sie wollen. Daddy! Tom! Oh Gott! Oh Gott, Tom! Bleiben Sie still, Lady. Ruhe jetzt. Her mit den Perlen. Gehen Sie weg von mir! Lauf, Bruce! Mami! Komm, Junge, hier lang. Setz dich in mein Büro. Geht's ihm gut? Ach, wie süß. Er schafft's schon. So ein Junge mit so viel Geld. Dem wird's schon gut gehen. Sei still. Sofort. Er ist 8 und ganz allein. Das kann auch Geld nicht ändern. Wie du meinst, Gordon. Sein Butler kommt, um ihn abzuholen. Hast du gehört? Er hat einen Butler. Bist du nur neidisch? Das tut mir leid. Ich muss dir nur einige Fragen stellen. Kann ich dir was bringen? Ist alles okay? Alter. Ich weiß, du bist nicht in der Stimmung, mir zu antworten, aber nur so können wir den Schuldigen finden. Warum hat er das getan, Officer? Warum? Ich weiß nicht. Es ist diese Stadt. Mit der stimmt was nicht. Und hör zu, mein Junge. Nenn mich Jim. Was versuchst du anzustellen? Oh, nein. Ich mag dich nicht. Ich hasse ihn. Irgendwie habe ich gerade... Nein! Jetzt hab ich dich. Okay. Und am Ende der Furcht das Vergessen. Aha. Natürlich erneut versuchen, was eine Frage. Ach, mit der Bad Claw, genau. Scheiße.
Oh nee, was ist das denn? Was sind das denn für Viecher? Kommt mal ein bisschen hier hin, ey. Ja, geh hoch da. Hallo? Ach mein Gott. Alles, was du siehst, untersteht meiner Kontrolle. Warum muss ich jetzt gerade an König der Löwen denken? Simba. Alles, was das Licht berührt, ist dein Königreich. Ich sollte aufhören, solche Scherze zu machen. Und mich lieber auf das Spiel konzentrieren. Was versuchst du anzustellen? Na, geh hoch. Ich weiß, nein! Dass du da bist. Nein! Du hast versagt. Jetzt leide. Nein! Ach, Gott sei Dank nicht alles von vorne. Ich weiß gar nicht, warum ich in das Licht gesprungen bin. Ich muss das richtig abpassen. Ja. Er guckt ganz schön lange da hinten hin. Das gibt mir sehr viel Zeit. Ich mach dich fertig. Oh, 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 oh. Nein! Da bist du ja. Scheiße. Oh, na, 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 na. Jetzt wirst du wahnsinnig. Für immer. Der Alte, der geht gar nicht, ey. Ich hab voll Schiss vor dem. Scheiße, ey. Ich warte jetzt. Da guckt er mir nicht lang genug drauf. Boah. Warten, 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 warten. Mann, der einen Umhang trägt. Ja. Komm, nehmen wir das.
muss ab und zu nochmal noch meinen Hund hören, weil es ziemlich heiß ist. Mir läuft der Schweiß richtig runter. Und Hundi ist mit bei mir drinne. Und gucken, ob der anfängt zu hecheln. Weil wenn der nämlich anfängt zu hecheln, dann heißt es für mich aufhören und Pause machen und morgen weitermachen. Und Hundi erstmal trinken lassen. Also trinken, schicken gehen. Schatten hervorspringt und nutzlosen Gangstern den Kopf abreißt. Irgendjemand? Nein? Gut. Was soll ich sagen? Ich wollte es einfach. Und das überleben wir. Das ist so geil. Gut, ich hätte sonst nämlich nicht gewusst, wie wir da sonst reinkommen. Versuch an mir vorbeizukommen und du wirst gegrillt! Oh je, wer bist du denn? Ja, das kenne ich ja. Okay, okay, okay. Ah. Okay, so. Oh, da bist du ja. Ich habe auf dich gewartet und habe zugehört, wie Sass die gute Frau Dr. schreien ließ, während du dich in Scarecrows Welt vergnügt hast. Wie war es diesmal? Hast du was über dich selbst gelernt? Sag's mir. Schnapp dir einen Sessel und rede mit mir. Ich bin ganz Ohr. Das erinnert mich an was. Ich könnte schwören, ich hätte gehört, wie Sass ihr die Ohren abgeschnitten hat. Klang jedenfalls so. Hör mir genau zu. Hilf mir! Bitte, warum hilft mir denn keiner? Ich bin dabei. Ich bin dabei. Wenn du doch etwas näher kommst. Na, unverhofft kommt oft. Wer hätte gedacht, dass ein gestörter Mörder die arme kleine Ärztin töten würde? Ein Kinderspiel. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats. Okay. Bleib, wo du bist, Batman. Und hör mir genau zu. Hilf mir, bitte. Warum hilft mir denn keiner? Wenn du noch etwas näher kommst, werde ich den Raum mit ihrem Blut dunkelrot streichen. Ich weiß, du bist noch da draußen. Es dauert nicht mehr lang und du hörst ihre Abschiedsmelodie. Sass, was redest du da? Bring sie einfach um! Sie ist jetzt nutzlos! Aber wenn ich sie umbringe, holt mich die Fledermaus! Du hast doch keine Angst vor einer kleinen Fledermaus, Slicey! Bleib stehen! Ha! Oh, jetzt gibt's erstmal Rache! Du Monster! Du gemeines, fieses, fieses Monster! Er geht nirgendwo hin. Du kannst jetzt aufhören. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich habe Bane gesehen. Ich weiß, ich... Joker hat mich bedroht. Ich wollte das Experiment beenden. Ich habe versucht, ihm das Geld zurückzugeben. Joker akzeptiert ein Nein nicht als Antwort. Er will eine Armee, eine schreckliche perverse Kraft, um Gotham zu zerstören. Aber er konnte das nicht ohne die Formel. Ich habe sie versteckt, aber... Jetzt hat er also das Venom und die Formel. Mein Gott, er hat literweise davon. Es gibt ein verstecktes Labor in den Gärten. Es ist abgeschlossen, aber die Sicherheitscodes für die ganze Insel sind im Safe des Anstaltsleiters. Was plant Joker noch? Woher soll ich das wissen? Glaubst du, dass alles, was er sagt, einen Sinn ergibt? Ich glaube, er ist verrückt. Oh mein Gott! Geh aus dem Weg! Toll. Arme Dr. Young. Man weiß ja, wie sehr Mr. J. Verräter hasst. Apropos Verräter. Hilfe! Warum hilft mir denn keiner? Dieser alte Verrückte denkt, er ist der Chef hier. Das zum Thema verrückt. Los, Batman, es gibt viel zu tun und viele einzubuchten. Jungs,
Wenn er aufsteht, dann schlagt ihn nieder. Aber nicht so hart. Mr. J braucht ihn auf der Party. Na, oh. Ernsthaft? Au, das wird weh. Alles okay, Kumpel? Wuhu! Oracle, Dr. Young ist tot. Hast du rausbekommen, wie wir an den Sicherheitstoren vorbeikommen? Bevor sie gestorben ist, hat sie mir erzählt, dass sich irgendwo in den Gärten eine verborgene Produktionsstätte befindet. Die Wayne-Tech-Sicherheitsprotokolle scheinen gut vor Hackern geschützt zu sein. Lucius hat gut gearbeitet. Es ist eine zweiteilige biometrische Sequenz, die vom Anstaltsleiter mit Hilfe eines Codesequenzers hergestellt wurde. Und von Joker in einer kontrollierten Explosion zerstört wurde. Harley Quinn hat den Anstaltsleiter und er ist die einzige Chance, durch die Tore zu kommen. Okay, viel Glück. Ach, die arme Frau Doktor. Jetzt scannen wir also Blut. Gut, scannen wir Blut. Kein Problem für uns. Kann schmerzhaft sein. Hurala! Voll erschrocken. Gibt's eine Spur von ihm? Hey, was machst du da? Versuchst du mich fertig zu machen? Oh nee. Ruhe da hinten! Wir sind im Tunnel und warten auf die Fledermaus. Quinn lief gerade vorbei. Wieso war der alte Mann bei dir? Vielleicht steht sie auf Ältere. Hör auf zu jammern, du machst alles kaputt. Hey, beruhige dich! Sag ihm, er soll still sein, sofort! Du hast das gehört, oder? Ja, ja, du weißt, wo du mich findest. Später! Idiot! Ich kann das Blut leider von hier aus nicht mehr sehen. Also kann ich jetzt noch nicht mal sagen, wo lang. Obwohl. Wo muss ich denn hin? Produktionsstätte in den Bunker. Besorge dir die Sicherheitscodes des Anstaltsleiters. Mit der Hilfe seiner DNA. Ah. Ach, scheiße. Oh. Hä? Er ist da oben, über uns. Er ist da oben, auf dem Wasserfeuer. Oh Gott, ich kann ihn nicht mehr sehen. Na, so ein Pech aber auch. Dafür kann ich aber euch sehen. Versuch ruhig zu bleiben. Alles wird gut. Wir haben die Kontrolle. Joker. Was zum... Komm, beweg dich. Wir müssen nach draußen. Oder? Ja, wir müssen nach draußen. Lass mich los, du verrücktes Miststück! Shabby hat geflucht. Jetzt gibt's Haue von der Mami. No! Hey, Beth, kommst du auch auf die Party, oder? Oder was? Seit 10 Minuten ist es verboten, irgendwo in den Gängen der Anstalt umherzulaufen. Jeder, der dies tut, dem werden... Das ist doch unmöglich! Ah! Dem werden die Beine entfernt und er darf Kaiser Joker Zaubertricks vorführen. So, fertig. Ah! Genau. Jetzt ist das letzte Tor verschlossen. Hier kommt die Fledermaus nicht durch. Aber wenn der Joker Batman bremsen wollte, warum hat er dann den Zugang zum Tunnel ermöglicht?
Stellst du den Boss wieder in Frage? Du jammerst nur noch rum, seit wir ausgebrochen sind. Joker hat seine Freundin geschickt, um uns zu sagen, dass wir den Tunnel sichern sollen. Also sichern wir den Tunnel. Wenn er uns befiehlt, die Fledermaus zu töten, töten wir die Fledermaus. Joker hat mir mal befohlen, meine Schwester zu töten. Hast du es getan? Na klar, ich mochte sie noch nie. Du bist kaltblütig, Mann. Komisch, mir hat er das Gleiche befohlen. Ich habe ihm gesagt, dass ich gar keine Schwester habe, aber er hat es mir immer wieder befohlen. Also wenn ich ins Auto renne, habe die erste Schlampe überfahren, die ich gesehen habe. Joker schien zufrieden zu sein. Der ist doch eine Lachnummer. Irgendwie geheimnisvoll. Versteh mich nicht falsch, aber einen Moment ist er total durchgeknallt und dem nächsten schmiedet er Pläne. Wer weiß, was in seinem Kopf rumspukt. Das ist nicht unser Problem. Wenn er Harley wieder hier runterschickt, dann stecken wir in Schwierigkeiten. Hat jemand was zu trinken da? Ich bin die jetzt mit Absicht umgangen, weil gab für mich jetzt nicht so wirklich. Könnt ihr alle mal die Klappe halten? Das hier soll eigentlich ein Kipperfall sein. Hier ist der Anstaltsleiter. Es ist lebenswichtig, dass jeder seine Waffen sofort entlädt. Ich empfehle sie direkt in euren. Ich kann das nicht lesen. Direkt in euren Kopf zu entladen. Wo muss ich denn hin? Oh. Wenn wir nicht festgeschnallt sind, riskierst du nichts von der Lippe. Willst du meinen Puls messen, Doc? Das wird nicht leicht, wenn ich nicht mit Medikamenten zugedröhnt bin. Du bist immer zugedröhnt. Er ist hier! Das wird wehtun. Oh. Alles okay, Kumpel? Ich. Ja. Ja. Auch das ist erledigt. Haben einen Doktor gerettet. Sehr schön, freut mich. Lass mich raten, die Tür ist zu. Nee, die ist auf. Oh. Ist der tot? Glaub schon. Wir haben ein Tonband. Kenn ich nicht. Der sagt nichts. Ist er gestorben? Wahrscheinlich hat sie ihn erschossen. Das reicht. Hast du Hunger? Großen Hunger. Die Fledermaus! Ich komme nie rein. Dann gehen wir halt durch die Duschen. Ich höre viele Gefangene. Das sind keine Menschen mehr. Falsch Luft geholt, scheiße. Verzeihung. Oh mein Gott, was ist das? Lass einen Schluck trinken. Scheiße, ich muss da echt durch, ne? Oh, my God.
Wieso kann ich diese Schränke nicht aufmachen? Ist mir heiß. Aufgezeichnete Patientenbeurteilung 5. Victor spricht nicht gut auf die Behandlung an. Victor, gestern haben wir über die Menschen gesprochen, die du umgebracht hast. Ah, die Zombies. Das sind alles Menschen, Victor. Das sind Zombies, die jeden Tag zu ihrer Arbeit latschen und darauf warten. Du meinst die Kinder. Der Polizeibericht stellt fest, dass in den letzten 3 Monaten 20 junge Frauen ermordet oder, wenn du so möchtest, befreit hast. Du liest sie mit der Stimmlapide und musieren zum Beispiel. Sie alle hatten Glück, dass sie ausgewählt wurden, mein Geschenk zu erhalten. Sie würden das wohl nicht so sehen. Und Sie, Miss Cassidy. Sie fahren jeden Abend mit dem Fahrstuhl zu ihrer Wohnung. Öffnen die 6 Schlösser zum Apartment 43. Und erinnern sich daran, wieder mal vergessen zu haben, Katzenfutter zu kaufen. Woher weißt du dann das? Dann setzen sie sich auf ihren roten Lieblingsstuhl, die Katze auf dem Schoß und warten, dass was passiert. Ich kann was passieren lassen, Sam. Ich bin ihre Rettung. Hat sich leicht pervers angehört. Okay, das hier sind Zombies. Oh, scheiße, ich muss die grüne Meile, the green mile. Wunderbarer Film. Leute, ich muss Schluss machen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.